Akne kennen wir alle vom Gesicht. Das ist schon sehr, sehr, sehr lebenseinschränkend. Und jetzt stell dir auch mal vor, du hast Akne inversa an anderen Körperregionen, vor allem axillär unter der Brust und im Genitalbereich. Und da hast du Woche für Woche Abszesse, die übel riechen können, die unfassbar schmerzen können. Was für eine Lebenseinschränkung, was es damit auf sich hat, wie man dem Ganzen vielleicht auch entgegnen kann, das erzähle ich dir alles in diesem Video. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich dir selbst helfen, dir selbst besser helfen zu können, indem ich dich aufschlaue mit meinem Fachwissen. Das Ganze gibt es gratis und wenn du Danke sagen willst, dann kannst du das sehr gerne tun mit einem Abo. Bis zu der Diagnose Akne inversa vergehen im Schnitt 9 Jahre. Menschen, die Akne inversa haben, haben also 9 Jahre einen erheblichen Leidensdruck, wissen überhaupt nicht, was mit ihnen los ist und haben einen Abszess und einen Pickel und eine Einschränkung nach der anderen. Dass das nicht nur körperlich extrem zehrt, sondern eben auch mental eine große Belastung ist, ist, glaube ich, außer Frage. Die Akne inversa ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung der Hautfalten, möchte man sagen. Deswegen wird das Ganze auch Akne inversa, also irgendwie untenrum, andersrum genannt und beschränkt sich eben nicht nur, und das haben viele immer im Hinterkopf, auf den Genitalbereich, also Vulva oder auch Penis, Hodensack und auch Analbereich, sondern kann eben auch unter der Brust sehr oft stattfinden und auch axillär in den Leisten. Das sind alles diese Hautfalten, die gerne auch bei Akne inversa beteiligt sind. Warum vergehen so viele Jahre bis zur richtigen Diagnosestellung? Weil Patientinnen und Patienten, wenn es akut ist, zum Hausarzt, zum Hautarzt, zur Gynäkologin gehen und das als Einzelläsion abgetan wird. Ne? Wir alle kennen das mal, dass wir einen Pickel haben, dass da auch mal ein Abszess draus werden kann. Und das Ganze wird dann interpretiert als ja, einmaliges Ereignis. Und auch wenn es 6 Wochen später dasselbe passiert ist, andere Stelle vielleicht, Betroffene sind auch natürlich oft am Ärztehopping machen, zu sagen, okay, die haben mir nicht so geholfen, irgendwas stimmt aber nicht, geh zum nächsten und wieder ist es die Einzelläsion. Und so hüpft man von Einzelläsion zu Einzelläsion und vergisst das Gesamtpaket zu sehen, dass das einfach wochenweise wieder auftritt und dann eben entsprechend die richtige Diagnose verfehlt wird. Laut Studien sind, und deswegen ist es auch ein gynäkologisches großes Thema, 3-mal häufiger die Frau betroffen als der Mann. Man geht davon aus, dass schätzungsweise 800.000 Menschen in Deutschland unter Akne inversa leiden. Und das ist damit gar nicht so selten. Das durchschnittliche Patientenalter, wenn die Diagnose fällt, ist 39. Was wir aber gerade schon gelernt haben, es kann auch Jahrzehnte vorher schon zu Symptomen und Beschwerden gekommen sein. Aber mit 39 hat der Durchschnitt dann wirklich die Diagnose Akne inversa. Wie äußert sich das? Was für Symptome gibt es? Das hatten wir, glaube ich, jetzt alles schon ein Stück weit mal angerissen. Es sind wirklich teilweise dicke Abszesse, die konfluieren können, also sich zusammentun können, was ein übel riechendes Sekret auch auslösen kann, wenn sie sich öffnen. Extreme Schmerzen. Man stelle sich nur mal vor, man hat jetzt im Genitalbereich einen riesen Abszess, der so groß ist wie ein Hühnerei. Man kann kaum laufen, kaum sitzen, auch unter der Brust zum Beispiel. Alles scheuert die Kleidung. Man kann kaum noch engere Kleidung tragen, Unterhosen, BH. Alles schmerzt. Solche Betroffenen sind natürlich auch sozial komplett isoliert. Man stelle sich nur mal vor, man hat auch übel riechende Abszesse, die von jetzt auf gleich aufgehen können, wo Sekret ablaufen kann. Man fühlt sich teilweise unhygienisch, man fühlt sich einfach nicht wohl in der eigenen Haut. Das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Und wenn man die Patienten fragt, was so das primäre Ziel ist, klar, alle wollen, dass es weg ist, aber was so das primäre Ziel der Symptome ist, sind es tatsächlich die Reduktion der Schmerzen. Man kann sich gar nicht vorstellen als Nicht-Betroffener, wie krass heftig diese Schmerzen sein müssen. Wir alle haben schon mal ein Pickelchen im Gesicht gehabt, ein Pickelchen im Gesicht. Und wenn man da dran fasst oder jemand aus Versehen da dran stößt oder mal eine Käppi draufsetzt, wie weh das tun kann, so ein kleiner Pickel. Und jetzt stellt man sich mal vor, man hat so einen Abszess in einer sehr intimen Region. Okay, jetzt denkst du, ich finde mich da total wieder, das bin doch ich, wem laufe ich jetzt an? Ist es die Hautärztin, ist es der Hausarzt, ist es die Gyn? Und all die 3 sind tatsächlich erstmal die primären Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Wir in der Gyn-Praxis haben damit auch des Öfteren zu tun, aber auch die Dermatologinnen und Dermatologen haben damit sehr, sehr häufig zu tun. Die wichtigste Frage, die du dir selbst jetzt stellen kannst, aber die wir eigentlich stellen müssen. Hatten Sie in den letzten 6 Monaten mehr als einmal so einen Knotenabszess in eben diesen besagten Arealen? Und hier müssen die Betroffenen fast immer auflachen. In den letzten 6 Monaten mehr als einmal,
da kann man fast die Woche sagen. In der letzten Woche hatte ich mehr als einmal solche Knoten. Und dann ist die Diagnose eigentlich schon fast gefallen. Und wenn dann noch der Blick quasi stimmt, dann braucht man keinen Test, keinen Bluttest, nichts, sondern die ist klinisch gestellt worden, die Diagnose. Hier muss es sich um Akne inversa handeln. Und wichtig für das Outcome, also dass es dann schnell besser wird, ist eben eine schnelle Diagnosestellung. Und man vergibt sich auch nichts, wenn man eine Verdachtsdiagnose stellt und in ein Akne-Inversa-Zentrum überweist. Und die gibt es, liebe Betroffene, googelt bei euch in der Region Akne-Inversa-Zentrum. Und ihr kriegt von euren Ärztinnen und Ärzten eine Überweisung dorthin. Und ich als Gyn, wenn ich mir nicht sicher bin und sage, oh, könnte sein, hab den Verdacht, schicke ich doch lieber in ein Zentrum, wo die absoluten Expertinnen und Experten sitzen, um das Thema dann wirklich zu verifizieren. Also hier auch ein ganz, ganz wichtiger Appell, diese Zentren können natürlich auch von Betroffenen selbst kontaktiert werden. Und da wird auch therapeutisch einiges besprochen. Da gibt es nämlich diverse Themen. Und vor allen Dingen ein großes Thema ist die Risikominimierung. Es gibt Risikofaktoren. Ich sag mal, die enge Kleidung, die hatten wir jetzt. Übergewicht führt zu mehr Falten an Stellen, wo Akne inversa gerne auftritt. Also Vermeidung, Reduzierung vielleicht von Mehrgewicht oder auch Übergewicht ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dritter Punkt, mag euch aus den Ohren rauskommen, Rauchen. Wir wissen einfach, dass Rauchen einen unfassbar negativen Einfluss auf die Akne inversa hat. Diesen Risikofaktor wegzunehmen, hat schon mal erhebliche positive Auswirkungen auf das Krankheitsbild. Hautpflege, ja, man muss eine gute Hautpflege finden. Das sind Stellen, wo es warm und feucht ist. Da kann natürlich immer mal eine Entzündung vonstatten gehen, gerade bei der Akne inversa. Und hier die richtige Hautpflege zu finden für sich individuell ist manchmal gar nicht so einfach. Deswegen würdet ihr jetzt gerne wahrscheinlich von mir eine pauschale Creme oder irgendwas, ein Püderchen oder so hören. Die kann ich euch nicht liefern, sondern das ist tatsächlich ein ganz individuelles Probieren. Man hat natürlich so seine Lieblingsmittelchen, die auch meistens funktionieren. Aber hier muss man sich wirklich auch gut beraten lassen, eventuell bei der Hautärztin, dem Hautarzt oder auch in einem Zentrum. Zweiter Punkt sind die Medikamente. Und da gibt es Antibiotika. Ja, das macht irgendwie Sinn. Wir haben eine Entzündung, wir haben da offene Stellen, wir müssen da antibiotisch ran. Das ist so ein Impuls, der ja auch gar nicht so falsch ist. Das Ganze macht man auch topisch, das heißt an Ort und Stelle mit entsprechender Creme oder Gel und auch systemisch, bedeutet oral zugeführtes Antibiotikum. 10 Wochen, um eine krasse Entzündung herunterzufahren und herunter zu regulieren. Ja, alles möglich. Das obligatorische Aber schließt sich an. Das ist natürlich nicht zielführend, langfristig eine Therapie jetzt konsequent jahrzehntelang Antibiotika zu schlucken oder auch sich irgendwo hinzuschmieren. Also in der Akutphase ja, langfristig dann eher nein. Zweite Sparte sind die Biologika. Hier sind die TNF-Alpha, Tumor-Nekrose-Faktor-Alpha-Blocker. Da gibt es Adalimumab zum Beispiel, die als einzig zugelassene Biologika bei der Akne inversa eben auch Anwendung finden. Auch hier muss man auch sehr individuell gucken, ist das für die Patientin, den Patienten etwas oder eben nicht. Hormontherapie als weiteres Medikament, ja, wir haben oftmals einen Androgenüberschuss, heißt diese männlichen Hormone, wo wir hier schon viel drüber gesprochen haben, sind relativ zu hoch. Mit einer entsprechenden Hormontherapie kann man eventuell die Androgene runterfahren, sodass es auch nicht zu dieser überschießenden Talgproduktion und eben der Abszessbildung kommt. Also auch eine Option, die man auf jeden Fall erwägen sollte. Genauso wie zum Beispiel Retinoide. Derivate von Vitamin A, hier muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, ihr werdet auch schon davon gehört haben, mit den Retinoiden ist auch nicht immer so zu spaßen, aber auch hier kann die Talgproduktion, die Entzündung ein Stück weit genommen werden, aber auch sehr individuell. Damit haben wir aber also grob die medikamentöse Schiene erstmal abgegolten. Dann als dritte Sparte, ja, so ist das ja immer quasi in der Medizin, Medikamente oder Chirurgie. Also die Inzision, die Spaltung von solchen Abszessen kann manchmal unfassbare Erleichterung bringen. Man stelle sich vor, man hat wirklich so ein Hühnerei unter der Haut, was spannt, was pocht, was drückt. Und dann wird in einem operativen Eingriff diese Last genommen. Es wird also wirklich der Abszess ausgehöhlt, entleert, eine Lasche eingelegt, damit das Wundsekret abfließen kann. Das ist von jetzt auf gleich eine enorme Entlastung. Aber auch hier die Rezidivwahrscheinlichkeit, dass es wiederkommt, ist recht hoch. Und man kann eben auch nicht alle Jubelwochen die Frauen und auch die Männer eine Narkose unterbreiten, wieder irgendwo reinpieksen, wieder irgendwo reinschneiden. Auch langfristig gesehen jetzt nicht die ganz tolle Lösung,
aber für den Akutfall enorm erleichternd. Nehmen wir unter der chirurgischen Warte nochmal die physikalische Therapie mit rein. Hier gibt es wirklich mit Radiofrequenztherapie oder auch mit polychromatischem Licht, dass hier die Areale wirklich beschossen werden. Das sorgt dafür, dass Lipide im Abszess verflüssigt werden. Ein großer Faktor bei der Entstehung der Acne inversa sind eben die Haarfollikel, wo viel Produktion von Teig etc. stattfindet und hier eine überschießende Reaktion passieren kann. Oder eingewachsenes Haar kennen wir alle aus dem Alltag. All das passiert bei der Acne inversa mehr. Das soll eben diese physikalische Therapie ein Stück weit verhindern. Und auch die Lasertherapie wird in den meisten Fällen auch schon mal genannt, um hier eine Narbenbildung oder auch diese Rezidivwahrscheinlichkeit zu minimieren. Alternativmedizinisch muss man auch dran denken. Klar, eine gesunde, ausgewogene Ernährung kann man auf jeden Fall unterstreichen. Aber auch Zinkpräparate, ob sie jetzt oral als Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden oder dann eben auf entsprechende Körperpartie aufgetragen, können Entzündungen hemmen und kann auch eine ganz gute langfristige Lösung sein. Was ich auf jeden Fall noch sagen möchte und was nicht vergessen werden darf, auch eine psychologische, psychotherapeutische Anbindung auf jeden Fall anzubieten. Wir haben über die mentale Belastung gesprochen. Das kann enorm hilfreich sein, hier auch einfach mit einem externen Menschen drüber zu sprechen, die das Ganze auch nochmal aus einem ganz anderen Licht sehen, nämlich wirklich den sozialen Menschen zu betrachten und jetzt nicht nur die körperlichen Befindlichkeiten. Und hier kann ich euch auch nur wieder aufrufen, tauscht euch in den Kommentaren aus, seht es als Art Selbsthilfegruppe, Forum, wenn hier Betroffene sind, die gute Lösungen haben, die tolle Anlaufstellen haben, tolle Zentren gefunden haben, das Cremchen, was bei ihnen funktioniert, könnt ihr gerne alles reinschreiben, wenn ihr euch traut, wenn ihr den Mut aufbringt, euch hier zu öffnen, denn das hilft den Betroffenen extrem, wenn sie mit anderen sich austauschen und wissen, ich bin nicht allein. Und du bist nicht allein mit dem Thema Androgenüberschuss. Hier muss ich das PCO-Syndrom nochmal erwähnen, darfst du das Video dazu gerne mal anschauen, denn auch diese Patienten haben oft mit Acne inversa zu tun. Und vielleicht interessiert dich dieses Thema hier unten auch nochmal. Was mich interessieren würde, wäre natürlich dein Abo, da wäre ich sehr dankbar. Darfst du dir hier unten einmal draufklicken.